zeige euch heute eine Windeltorte, weil ich eine für meine Freundin gemacht habe. Das ist meine zweite und sie bekommt einen Junge, deswegen sieht sie jungshaft aus. Aber ihr könnt das ja dann so gestalten, wie euch das gefällt, also für junge Mädchen. Genau. Und ich zeige euch die einmal. So sieht sie aus. Ich habe wie gesagt alles in Blau gehalten. Ich rede jetzt gar nicht mehr so viel, sondern es geht gleich los. Zuerst einmal braucht ihr eine große Pappe. Guckt am besten mal beim nächsten Mal beim Einkaufen nach und nehmt da einfach irgendwas mit. Dann braucht ihr Geschenkspapier, durchsichtiges. Da ist wichtig, dass ihr das Rohr, was in der Mitte vom Geschenkspapier, behaltet. Dann braucht ihr Windeln natürlich. Ich habe ca. 55 Stück benutzt. Wenn ihr größere Windeln nehmt, braucht ihr wahrscheinlich nicht so viele. Dann habe ich von Rossmann so ein Erstlingsset gekauft, um das so reinzustecken. Und ein paar Kleinigkeiten, die ich noch so mit da reinstecke, einfach zum Verzieren ein bisschen. Dann braucht ihr noch Dekoband. Ich habe hier zwei verschiedene. Eins in Blau und eins mit so Füßchen drauf. Dann braucht ihr noch Tesafilm. Und dann legt ihr los. Als erstes schneidet ihr euch eure Pappe ein bisschen schon mal zurecht. Lasst aber ein bisschen übrig, damit ihr später gucken könnt, wie groß eure Torte wird. Dann nehmt ihr euch euer Geschenkspapier und rollt es ab, sodass ihr dann das Rohr benutzen könnt. Da schneidet ihr vier Laschen rein. Klebt das Ganze dann fest mit Tesafilm, so dass es gut hält. Und wenn das Ganze einigermaßen stabil ist, fangt ihr an, eure Windeln zu drehen. Ich habe das mit Tesafilm festgemacht, ihr könnt das natürlich auch zuschnüren, aber das wird sehr anstrengend werden, glaube ich. Festgeklebt habt, könnt ihr ans Backen praktisch gehen. Ich nehme am besten meinen Mann noch zur Hilfe, das würde ich euch auch empfehlen, weil das sonst alles einstürzt. Wir haben dann Runde für Runde praktisch die Windeln nochmal zusammengeknotet, damit es etwas besser hält. Geht es einfach immer so weiter und dann halt immer weniger Windeln nehmen, so dass es halt wie eine Torte aussieht. Wenn ihr fertig seid, guckt nochmal, ob alle Windeln ein bisschen glatt aussehen, dass da keine Kanten mehr abstehen. Und dann guckt ihr, ob euer Rohr zu lang ist und schneidet es eventuell dann ab. Das geht ganz einfach. Und dann kommen wir schon zum Schleifebinden. Da nehmt ihr eure Schleife eurer Wahl und macht einfach so ein paar Schleifchen. Ich habe sie dann etwas versetzt gesetzt, praktisch. Und nochmal das zweite Dekoband drumherum gemacht, weil ich es einfach ganz schön fand. Und dann geht es auch schon ans Dekorieren. Ich habe wie gesagt so ein Erstlingsset, das stecke ich jetzt einfach überall so ein bisschen rein, so wie ich es gut finde. Und dann noch die Kleinigkeiten so dazwischen. Wenn ihr soweit zufrieden seid mit eurer Torte und alles am rechten Platz sitzt,
eure Schere und schneidet einmal drum herum, dass von der Pappe nicht mehr viel zu sehen ist. Dann könnt ihr eure Torte mit dem Geschenkspapier schön einpacken. Ich habe noch ein kleines Namensschild dran gehangen für die beiden. So ihr Lieben, das ist jetzt meine schicke Bündeltorte. Ich bin wirklich zufrieden mit der, muss ich sagen. Es war ein bisschen fummelig, muss ich sagen, aber es sieht auf jeden Fall toll aus. Finde ich auch immer ein richtig schönes Geschenk. Wenn euch das Video gefallen hat, dann schenkt mir einen Daumen nach oben. Und wenn ihr mehr so Do-it-yourself sehen wollt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!